Heute geht es um das Thema Kohlen. Wie viel Kohlen brauche ich in einem Dutch Oven, um eine bestimmte Temperatur hinzukriegen? Und wie funktioniert es eigentlich mit der Kohlenverteilung unten unterm Dutch Oven oder oben auf dem Deckel? Und das alles erklären wir dir nach dem Intro. Bevor wir aber auf das Thema eingehen, wie viel Kohlen, was? Ich bin unscharf. Mach mich doch scharf. Ja, aber du hast so Lob, jetzt bist du scharf. Guck, ob der Ton noch da ist. Nicht, dass er zwischendrin wieder weg ist, einfach so. Kurioserweise. Batterien habe ich gewechselt. Das sind alle frisch. Daran kann es nicht liegen. Jetzt mach einfach. Sei einfach ruhig und halt den Rand. Bevor wir aber auf das Thema Kohlen eingehen, wie viel Kohlen wir bei einem Dutch Oven wirklich brauchen, um eine bestimmte Temperatur herzustellen, herzukriegen, hinzukriegen, wie auch immer, wollen wir eigentlich erstmal ganz kurz das Thema Kohlen anreißen. Du kannst natürlich relativ wenig Geld auch für Kohlen halt ausgeben, also für Briketts. Wir nehmen bei uns meistens Briketts. Du kannst aber auch relativ viel ausgeben und da scheiden sich definitiv die Geister. Wir haben früher einfach auch ganz günstige Briketts benommen. Und dann hast du aber das Problem, dass zum Beispiel Wind ist, wir haben kalte Jahreszeit zum Beispiel, also nicht heute, sondern irgendwann mal. Und dann verfliegt dir so die Hitze, dass du einfach nicht die Hitze hinkriegst, was du im Dutch Oven brauchst. Deswegen sind wir der Meinung, lieber den einen oder anderen Euro mehr ausgeben und dafür aber einfach mehr Freude dran haben. Wir haben jetzt hier exemplarisch einfach nur Briketts von der Firma Weber, die sind einfach ein bisschen kleiner, also so geformt wie ein normales Briketts, nur hat es dann zwei kleine Rillen damit drin. Und dann haben wir jetzt hier von der Firma Mac Briquette diese Coco-Co, die kleinen quadratischen Cubes, die passen super unterm Topf, super auf dem Topf halt drauf und bringen unglaublich lange ihre Hitze. Und deswegen nehmen wir fast eigentlich nur noch ausschließlich die, weil du es da super gut berechnen kannst. Du kriegst hier eine super gute Hitze halt hin und die halten ewig lang. Und wenn du mit deinem Gericht dann fertig bist und die eben noch nicht abgebrannt sind, gar kein Problem, dann erstickst du die halt einfach und dann kannst du die das nächste Mal wieder benutzen. So sieht's aus. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wie viel Kohlen brauchen wir für unseren Dutch Oven? Große Frage und das kannst du im Prinzip ganz einfach beantworten. Du kannst ja irgendwo aus dem Internet eine Tabelle runterladen, wo du es einfach ablesen kannst, welcher Dutch Oven, welche Größe, welche Temperatur und fertig. Du kannst es aber auch relativ einfach machen. Und zwar, wenn du einfach die Größe deines Dutch Oven nimmst. Wir haben jetzt hier exemplarisch unseren Lieblings-Dutch-Oven, ein 4,5er, also 4,5er Größe, 4,5 Zoll und das Ganze rechnest du einfach mal 2. 4,5 mal 2, das sind 9, das ist nicht wirklich schwer und dann brauchen wir dafür einfach 9 Kohlen für unseren Dutch-Oven, um auf eine Temperatur von etwa 180 bis 200 Grad zu kommen. Hochwertige Briketts wie die jetzt hier, die Cubes, kommen eher auf 200 Grad, minderwertigere Briketts von irgendeinem Discounter bist du wahrscheinlich bei 170, 180 Grad ungefähr. Und jetzt kommen wir auf die Verteilung. Die große Frage, was willst du in einem Dutch Oven machen? Du kannst mit dem Dutch Oven braten, du kannst mit dem Dutch Oven kochen, du kannst mit dem Dutch Oven schmoren oder mit dem Dutch Oven backen. Und auf diese vier Möglichkeiten, da müssen wir genau gucken, wo machen wir unsere Kohlen hin, wo verteilen wir unsere Kohlen, dass wir da auf 180 bis 200 Grad kommen. Und das sage ich dir jetzt. Möglichkeit Nummer 1, wir wollen in unserem Dutch Oven braten. Was brauchen wir beim Braten? Wir brauchen beim Braten natürlich brutale Hitze, richtig viel Hitze von unten. Und deswegen nehmen wir unsere 9 Kohlen, die hier auf dem Tisch stehen und packen die alle unter unserem Dutch Oven. Und du siehst jetzt hier, dass sie da super gut runterpassen. Und dann werden die da komplett runtergeschoben. Können natürlich auch den Dutch Oven hochnehmen und die Kohlen erstmal so verteilen. Das ist natürlich ein bisschen einfacher. Also komplett alle Kohlen unter den Dutch Oven. Da sind sie an. Dutch Oven oben raus. Kurz warten und dann hast du richtig brutale Hitze. Also beim Braten kommen alle Kohlen nach unten. Möglichkeit Nummer 2. Du willst in dem Dutch Oven backen.
Es gibt richtig tolle Backrezepte, richtig tolle Brote. Und wenn du backen willst, brauchen wir grundsätzlich relativ wenig Hitze von unten, aber relativ viel Hitze von oben. Das heißt, wir brauchen viel Oberhitze und deswegen machst du es wie folgt. Du nimmst ein Drittel Kohlen nach unten und zwei Drittel nach oben. Bei insgesamt 9 Kohlen ist es relativ einfach. Also du packst 6 Kohlen einfach oben auf dem Deckel gleichmäßig verteilt, damit du da nicht irgendwo so einen Hotspot hast. Also verteilst du die wirklich gleichmäßig und die restlichen 3 Kohlen, die kommen nach unten. Und zwar brauchen wir relativ wenig Unterhitze, deswegen werden die auch nur an den Rand gelegt, gleichmäßig einmal um den Topf halt herum. So kriegst du relativ wenig Unterhitze, aber viel Oberhitze, damit dein Brot richtig kross wird. Möglichkeit Nummer 3. Du willst im Dutch Oven kochen. Kochen können wir super gut, Eintöpfe, Suppen etc. Und da ist die Verteilung im Prinzip genauso wie auf dem Herd. Wir brauchen relativ viel Unterhitze und ein bisschen Oberhitze. Also werden wir das jetzt hier 2 Drittel nach unten und 1 Drittel der Kohlen nach oben. Das heißt, 3 Kohlen verteilen wir hier einfach oben auf den Deckel, damit wir ein bisschen Oberhitze kriegen und relativ viel Unterhitze. Das heißt, wir verteilen jetzt hier 6 Kohlen unterm Dutch Oven. Und so kannst du richtig gut kochen. Möglichkeit Nummer 4. Du willst in deinem Dutch Oven schmoren, also typische Schmorgerichte, wo der Dutch Oven auch wirklich berühmt dadurch geworden ist, wie Schichtfleisch etc. Da ist die Kohlenverteilung dann ähnlich wie beim Backen. Das heißt, wir brauchen relativ viel Oberhitze und ein bisschen Unterhitze, weil sonst hast du das Problem, dass dir unten am Boden alles anbackt. Und das wollen wir natürlich nicht. Also ist da die Kohlenverteilung genauso wie beim Backen halt auch. Relativ viel Oberhitze, also jetzt haben wir hier wieder 6 Kohlen gleichmäßig, schön gleichmäßig oben verteilt und dann nochmal 3 unten. Du kannst dann natürlich da auch ein bisschen variieren, dass du jetzt nochmal eine Kohle mehr oben am Deckel wegnimmst und nach unten packst, wenn dir das nicht so richtig ausreicht oder so. Also du kannst natürlich da immer variieren, gar keine Frage, aber das war ein grober Anhalt, wie da grundsätzlich die Kohlenverteilung bei diesen 4 Möglichkeiten einfach ist. Und das war die Kohlenverteilung, wie man es bei einem Dutch Oven einfach macht. Wenn du weniger Hitze brauchst, nimmst du grundsätzlich weniger Kohlen und ansonsten haben wir jetzt hier eine super Anleitung einfach, um deine Kohlen zu verteilen. Also die Größe deines Dutch Ovens mal 2, dann weißt du insgesamt, wie viel Kohlen du brauchst, zwischen 180 und 200 Grad. Um das Ganze ein bisschen leichter dazu natürlich zu machen, hast du jetzt hier zum Beispiel wie bei uns einen Dutch Oven ohne Füße. Den kannst du natürlich auch auf deinem Grill stellen, Gasgrill, Kugelgrill, wie auch immer. Stellst du die Temperatur halt einfach ein, indirekt immer wichtig, weil sonst hast du natürlich immer viel Hitze von unten, es sei denn, du willst braten. Und dann kannst du das natürlich auch wunderbar machen. Die Königsdisziplin natürlich, da ist es natürlich, den Dutch Oven auf ein offenes Feuer zu stellen. Da wird es natürlich ein bisschen schwieriger und da brauchst du einfach ein bisschen Erfahrung. Also ich würde dir jetzt Einsteiger auf jeden Fall nicht raten, gleich auf offenem Feuer mit dem Dutch Oven anzufangen, zum Kochen, zum Schmoren, zum Braten, sondern das erstmal wirklich eine Anleitung zu machen. Und wenn du einfach das Handling dafür kriegst, das Fingerspitzengefühl dafür, dann kannst du das natürlich genauso auf offenem Feuer machen. Wir hoffen, dir hat diese kleine Anleitung gefallen, wie die Kohlenverteilung bei deinem Dutch Oven ist. Und wenn dich noch mehr interessiert, wir haben für dich auch eine Playlist erstellt, Dutch Oven für Einsteiger, wo alles nochmal drin steht, welcher Dutch Oven für wen, die Kohlenverteilung, wie pflegt man Dutch Oven, wie brennt man Dutch Oven ein, was macht man, wenn man eingebranntes hat und so weiter und so fort. Die wird immer wieder gefüllt, also schau da auf jeden Fall mal vorbei. Unter diesem Video steht dann nochmal die Anleitung, das was wir gerade gesagt haben, also Dutch Oven, Größe mal 2, wie viel Kohlen. Und wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt MG Barbecue, entweder Donnerstag um 18 Uhr oder am Sonntag um 11 Uhr. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, schau auf jeden Fall rein, wenn du ein paar geile Rezepte suchst, in unseren Playlists oder auf mgbarbecue.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.